Ja, moin. Ja, in Zeiten von Corona bleibt ja nicht viel anderes übrig. Muss man sich ja irgendwie selbst beschäftigen. Offensichtlich haben wir Hobbybastler das große Privileg von Mutter Natur erhalten, mit einem besonderen Gen, dass wir dazu in der Lage sind. Ja, und weil wir dieses Gen nun in uns haben, die wir ja offensichtlich privilegiert sind, hatte meine Herzallerliebste den Wunsch geäußert, dass sie in der Küche so ein ganz kleines, schmales, selbstgebautes Regal gerne hätte. Einfach nur so ein bisschen Deko-Zeugs da abzulegen. Sie ist ja auch so ein Kreativling. Leider ist mir dieses Kreativgehen nicht vergönnt gewesen von Mutter Natur. Und das haben wir dann gemeinsam gemacht. Die Maßgabe war aus Neudeutsch Upcycling. Also wir haben nur altes, gebrauchtes Material genommen. Teilweise komplett verrottete Europaletten, die wir gemeinsam gehobelt haben, die wir abgerichtet haben, die wir dann im Prinzip zu diesem Regal benutzt haben. Ein Vierkantholz, was ich im Holzlager zu liegen habe. Werdet ihr dann sehen, da haben wir so Dreiecke draus gemacht, die dann als Ablage gelten. Wirklich was ganz Einfaches, was ganz Schlichtes. Nur einfach mal so, um die Zeit oder nur um die Zeit zu nutzen. Ja, deswegen nur so ein kleines Ding, einfach so ein Familienprojekt, wenn man so möchte, so zur allgemeinen Unterhaltung. Und vielleicht ein bisschen was gegen die Langeweile. Einfach nur so just for fun. Ja, viel Spaß. Ja, das ist doch viel zu laut. Da platzt dir doch der Kopf. Wo hast du den Schock gelassen? Sylvie, was? Kannst abnehmen. Apport, komm groß. Komm, hier ist Apport. Oh, hier rein die Kiefer. Ja, hier sitzt. Jetzt ein Problem. Such verloren Apport. Das ist aber eine scheiß Arbeit. Willst du das wirklich machen? Ja, wir wollten dadurch 45 Grad teilen. Das Gute an der Bosch ist, wo ist das hier? Da steht die Rödel auf Null. So. Die Bevelbox ist im Ohr. Oh. Hast du gerade gesehen? Ja, wie präzise. Das ist so. Oh. Die gute Tante Bosch. Hast du gerade gesagt, Tante Bosch? Die gute Tante Bosch. Ja. Nicht Tante Bärbel, denke ich. Nee, ich weiß. Und zwar da wirklich. Dann hier wird es nachher, da ist der Wut sägt. Ich mach dir mal einen vor, damit du das mal siehst. Ja? Schatz, ich muss aber nicht sägen. Doch. Nein. Mach dir mal einen Nein, vor. Das kann ich nicht. Geh mal ein Stück beiseite.
Sendung. Blondie. Ja, blond. Das Gute an den Silbern ist, die Spitze ist länger. Die Kupferdinger passen zwar gut rein hier. Aber sie sind zu kurz. Die Spitzen sind so elend kurz. Deswegen markiere ich mir das immer, damit man die Löcher überhaupt sieht. Aber richtig reinstecken kann man die noch. Gut so? Oder? Tiefer. Noch tiefer? Schatzi, das ist ja ein Sahnehäubchen. Einerseits hast du nicht so viel. Ja, na, da. Jetzt bin ich ein bisschen sparsamer. Das war ein bisschen mehr als ein Sahnehäubchen. Ja, also wirklich. Nee, alles gut. Versuche ich mit nicht. Ja, nee, alles gut. Hier drauf und versuchen erstmal die Löcher zu finden. Halbwegs. Müsste eigentlich passen. Vielleicht noch ein Stück zu mir. So. So, jetzt fängst du hinten an. Hier, mit dem Klöpfchen. Ja? Ja, stell dir vor, ich habe den Müll nicht rausgebracht. Da muss ich mal hin. Jawohl, so. Du lässt mal deine Socken liegen. Räum mit dich auf, wie es hier aussieht. Ja, ja, guck mal, hier kommt sie. So, reicht. Genau. Oh. Weil es könnte nicht sein. Ach, Schatzi, was hast du denn? Was denn? Die müssen doch hier drunter, Schatzi, die Schraubzwingen. Na, du hast jetzt einfach nur hier eine Schraubzwinge. Ah, Entschuldigung. Gib mir mal die beiden, die links hat, die kleineren, die da hängen. Da habe ich aber richtig. Da hast du richtig gemacht, ja. Und da auch. Nein. Aber die andere nicht. Warte, ich muss mein Dummbatz da. Richtig. Warte mal, ich nehme da hier so eine zum. Ich wundere mich noch. Hier. Ich sage, hier stimmt da was nicht. Genau. Und du kannst besser kochen als du basteln. Insofern gleicht sich das dann aus. Gleicht sich dann aus, ne? Mach ich es jetzt umdrehen wieder? Ja. Das lassen wir bis morgen trocknen. Nur noch voll ist. Einfach für die Kosmetik. Das siehst du nicht. Nein, ich weiß, da wird es nicht. Oh, Schatz, das siehst du wirklich nicht. Eine Bikini-Nazi ist da auch nicht und trotzdem macht man sie. Ah, okay. Ich habe hier.
So, und jetzt kommen wir zu der nächsten genialen Erfindung. Das hier ist meine Zeichnung. Nicht perfekt, aber ich weiß, was ich wollte. Regal für Küche, genau. Ja. Muss mal noch gucken. Guck mal, das könnte ein Stück nach links. Wo ist mein Klöpfe? Sieht gut aus. Und auch die anderen sehen. Mal einen Kumpel von mir kennen. Und der Leo? Ist der Lineboy. Das ist ja nicht schlecht. Aber man hat immer die Schrauben, die man braucht, man nicht. Immer. Ups, richtig schön. Ja, habe ich nicht festgeschraubt, die Dode. Weiß, die sind recht dünner, die müssen ja nicht viel halten. Die muss ja nicht viel schmieren. Nichts machen. Nichts machen. Darf ich mal? So, und selbst wenn es jetzt nicht klappt, haben wir immer wieder dieselbe Ausgangsposition. Wir können ihn jetzt mal anlüpfen. Boah. Und feststellen. Hammer. Jawohl. Das ist ja echt ein Hammer geworden.